Hey, der Hannes hier. Schön, dass du in diesem Video am Start bist. In diesem Video habe ich vier Lieder, die perfekt für Einsteiger sind. Das erste Lied ist folgendes. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Also, ich zeige dir direkt die Akkorde. Wir starten mit G-Dur, dritter Bund E-Seite, zweiter Bund A-Seite und dritter Bund hohe E-Seite mit dem Mittelzeige und Ringfinger. Versucht dabei darauf zu achten, dass der Daumen auf der Rückseite des Gitarrenhalses, hier so an der Rückseite, Schrägstrich Seite sitzt, um einen entsprechenden Gegendruck aufzubauen. Versucht mit den Fingern möglichst nah an den Bünden zu sein, aber nicht auf ihnen. Dann wird es nämlich wieder kompliziert mit der Tonerzeugung. Aber so sollte dieser Akkord klingen. Dann wechseln wir zu D-Dur. Zweiter Bund G-Seite, das ist die dritte von unten. Dritter Bund H-Seite, das ist die zweite von unten. Und zweiter Bund E-Seite, das ist die unterste Seite. Und dann schlägst du vier Seiten an, du lässt einfach die zwei dicksten Seiten weg. Und dann wechseln wir zu A-Moll. Zeigefinger, erster Bund H-Seite, das ist die zweite von unten. Ringfinger, zweiter Bund G-Seite, das ist die dritte Seite von unten. Und direkt daneben die vierte Seite in den zweiten Bund ebenfalls den Mittelfinger. Und da schlägst du bis auf die dickste Seite alle Seiten an. Also haben wir G-Dur. G, G, D, 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 A-Moll. A-Moll und wieder G. G, G, D, 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 D und dann zu C. C ist sehr stark verwandt mit A-Moll. Dafür nimmst du von A-Moll den Ringfinger und setzt ihn in den dritten Bund auf der A-Seite. Das ist die fünfte Seite von unten. 1, 2, 3, 4, 5, dritter Bund. Die anderen beiden Finger bleiben aber im zweiten Bund auf der D-Seite bzw. ersten Bund auf der H-Seite. Also nochmal A-Moll, kannst die Finger auch so ein bisschen nachziehen zum C-Dur. Schau mal hier, der Mittelfinger, der darf ein bisschen mitwandern, aber bleibt hier im zweiten Bund. Also G, 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 D, 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 A-Moll. G, G, D, 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 D und C. Und nochmal C. Und G, G, D, 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 A-Moll. A-Moll. Und G, 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 D, 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 C. Und Schlagmuster kannst du folgendes machen. Üben wir auf einem Akkord. Dreimal runter, einmal hoch. Down, 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 down. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Gerne Trockenübungen machen, das heißt ohne zu schlagen, nur mit der Greifhand die Akkorde immer wieder und wieder wechseln, dass deine Finger überhaupt wissen, wohin sie müssen. Das ist nämlich eher noch die Hürde, dass deine Finger nicht schnell genug sind, weil sie nicht genau wissen, wohin muss ich jetzt nochmal. Das muss wirklich sich gesetzt haben und braucht auch eine Weile, das ist ganz normal. Gehen wir jetzt an dieser Stelle aber erstmal zum nächsten Lied weiter.
And I say, hey, yeah, yeah, hey, yeah, yeah. I said, hey, what's going on? Diesmal nicht vier, sondern drei Akkorde, die du auch schon gespielt hast, nur eine andere Reihenfolge. Wir starten wieder mit G. Dann gehen wir zu A-Moll. Dann zu C-Dur. Und dann zu G. Und dann wieder zu G. Und von vorne G, 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 A-Moll. Schlagmuster geht wie folgt. Down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, up, down, up. Okay, nochmal. Down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, up, down, up, down, down, up, down, down, up, down, up, down, up, up, down, up, down, down, up, down. Kommen wir jetzt zum nächsten Song, der wieder vier Akkorde hat, aber du wirst klarkommen, weil die hast du schon gespielt. I found a love, beautiful and sweet. I never knew, na, 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 this time. Ed Sheeran. Perfekt. Wir starten mit G-Dur, wechseln dann zu E-Moll, den wir jetzt so noch nicht hatten. Der ist aber von G-Dur nicht so weit hergeholt. Wir haben jetzt hier wieder dritter Bund. E-Seite ist die erste, ist jetzt letzten Endes hier die sechste Seite von unten, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zweiter Bund A-Seite, das ist die fünfte Seite von unten und Ringfinger wieder auf der ersten Seite im dritten Bund. Mal dran denken, möglichst nah an den Bünden, nicht auf ihn, sondern kurz davor. E-Moll, jetzt wie gesagt der zweite Akkord. Da bleibt der Zeigefinger im zweiten Bund auf der A-Seite und daneben gesellt sich auf der vierten Seite, auch im zweiten Bund, der Mittelfinger. Also G, E-Moll. Dann wechseln wir zu C, wo der Mittelfinger immer noch im zweiten Bund auf der D-Seite sein kann. Der Ringfinger kommt hier wieder in den dritten Bund auf der A-Seite. Mittelfinger ist, wie gesagt, schon hier an der richtigen Stelle und der Zeigefinger auf der zweiten Seite von unten im ersten Bund. Und dann wieder D-Dur, den kannten wir vom ersten Song schon. Wie war der nochmal? Zweiter Bund G-Seite, das ist die dritte Seite von unten im zweiten Bund, wie gesagt. Zweite Seite von unten auf der H-Seite hier im dritten Bund mit dem Ringfinger. Und Mittelfinger auf der untersten Seite im zweiten Bund. Also G. E-Moll. Jetzt gleich kommt C. D. G. Das Schlagmuster, was ich mache, ist im Prinzip nur mit Abschlägen versehen. Also haben wir in diesem Fall aber ein etwas anderes Schlagmuster, eine andere Taktart, nämlich einen 6/8-Takt. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da besteht die Herausforderung darin, auf der 1 eher die tiefen Saiten zu erwischen. Wir haben so eine Art Verteilung von tiefen und hohen Saiten.
1, 2, 3, 4. Und auf der 4 haben wir den nächsten Akzent, wo wir eher die hohen Saiten erwischen wollen. Dadurch haben wir einen schönen fließenden Rhythmus. 1, 2, 1 und auf der 4 etwas lauter kurz anschlagen. Ja? Die Schläge dazwischen auf 2, 3 und 5 und 6 werden einfach deutlich sanfter geschlagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, Kommen wir zum vierten Lied, wahrscheinlich dem meistgesuchtesten und gleichzeitig in Gitarrenläden am meistgespieltesten Liedern der Welt, Nothing Else Matters von Metallica. Also, wir spielen E-Moll, wechseln dann zu D-Dur, dann zu C-Dur und dann wieder bei E-Moll. Und Schlagmuster. Haben wir Down, Up, Down, Up, Down, Up, Down, Up. Zweimal bei E-Moll, also Down, Up, Down, Up. Dann geht es zu D-Dur, einmal das Schlagmuster, Down, Up, Down, Up. Und auf C-Dur einmal das Schlagmuster, Down, Up, Down, Up. Und wieder E-Moll. Down, Up, 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 Down. Das spielen wir insgesamt 1, 2 Mal, 3 Mal und beim vierten Mal gehen wir dann auf G-Dur und ein neuer Akkord H7. Fingerbrecher-Alarm! Zweiter Bund A-Seite, das ist die fünfte von unten. 1, 2, 3, 4, 5. Erster Bund D-Seite mit dem Zeigefinger, das ist die vierte Seite von unten. 1, 2, 3, 4. Daneben die dritte Seite im zweiten Bund den Ringfinger und ganz unten den kleinen Finger im zweiten Bund auch. Und die tiefe E-Seite bitte nicht. Also beim vierten Mal. E-Moll.
Schrei im Ohr und von vorne. Sam Close, no matter how far, could be much more from the heart. Forever trust in who we are. Yeah. And nothing has even asked anymore. Nochmal anymore. Falls du Nothing Else Matters Schritt für Schritt und jedes Detail kennenlernen möchtest, habe ich ein komplettes Tutorial für dich mit einigen Teilen, wo du jedes Detail, jeden Ton kennenlernen wirst, genauso spielen lernen wirst wie im Original. Das nur mal am Rande. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich möchte dir an dieser Stelle noch meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger ans Herz legen, wenn dich das jetzt hier komplett überfordert hat. Dann ist das genau das Richtige für dich. Fortgeschrittene können da das eine oder andere auffrischen, also auf jeden Fall vorbeischauen. Also in der Videobeschreibung unter diesem Video ganz dringend mal nachschauen. Da kriegst du viele geile Informationen, viele geile Videolinks, damit du auf der Gitarre richtig abgehen kannst. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß mit deiner Gitarre, trag die Welt der Gitarre nach draußen, versprüh ganz viel Freude mit der Gitarre. Es wird zurückkommen, da bin ich ganz sicher. Bis dahin, ich bin der Hannes Knechtges von Werde Musiker. Ciao!